In dem heutigen Video habe ich wieder einen Tool-Tipp für euch dabei. Und zwar ein Tool, was ich seit längerer Zeit schon nutze und ich auch nicht mehr missen möchte. Es hat mir schon in so vielen Situationen bei der Erstellung von Text extrem weitergeholfen. Und zwar geht es um das Tool, das Language-Tool, so heißt es. Ein Programm, was dir im Browser hilft, bei jeglicher Art von Texten, die du erstellst, diesen nach Rechtschreibung bzw. nach Grammatikfehlern zu suchen, bzw. hast du direkt die Möglichkeit, über das Tool per Knopfdruck entsprechend die Korrekturen vorzunehmen, die dir vorgeschlagen werden. Wie das genau funktioniert, keine Sorge, zeige ich dir in diesem Video auch an verschiedenen oder in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Tools innerhalb des Browsers. Ganz wichtig ist, es ist ein Chrome Extension, das heißt, es funktioniert wirklich nur im Browser, also nicht, wenn du eine E-Mail schreibst mit deinem Outlook-Programm oder wenn du Apple-Nutzer bist mit dem Mail-Programm, sondern wirklich nur im Browser. Und ich möchte dir einfach mal zeigen, hier ist erstmal die Seite, dieses Chrome Extension einfach zum Chrome hinzufügen und dann erscheint ein solches kleines Icon hier oben und dann habt ihr die Möglichkeit, noch verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Ist ein kostenloses Tool, beziehungsweise die Version ist kostenlos. Es gibt noch eine Premium-Version, da komme ich gleich zu, wann ihr mit dem Tool in Anführungszeichen an Grenzen stößt. So, schauen wir uns das also an. Hier ist das Tool, es ist aktiviert, das ist wichtig, dass ihr das gemacht habt. Ob Groß- und Kleinschreibung geprüft werden soll, könnt ihr ebenfalls machen und ihr habt die Möglichkeit auch einen Editor zu öffnen, indem ihr quasi auch Text direkt schreiben könnt und diesen dann verwenden könnt. Aber den habe ich noch nie genutzt, das ist gar nicht notwendig, weil man dieses Tool auf andere Art und Weise genial nutzen kann. Und zwar, ich möchte euch zunächst einmal zeigen, ein Beispiel in Google Docs. Und wir gehen das jetzt Schritt für Schritt durch. Ich habe WordPress, Social Media Kanäle. Also es ist für die unterschiedlichste Zielgruppe, ob ihr Blogs schreibt, Content Creator seid, Social Media Manager oder einfach nur Text schreibt in Social Media Kanälen, bei LinkedIn, Anfragen, was auch immer. Es ist ja wichtig, dass die fehlerfrei sind, dass man einen guten Eindruck nach außen macht. Und von daher ist dieses Tool so genial. Also, hier habe ich einen Text quasi hinzugefügt und ihr seht jetzt auf der linken Seite das Icon, was ich euch oben gezeigt habe und habe dann entsprechend noch eine kleine Ziffer 6 und jetzt seht ihr, dass da 6 Fehler auf dieser Seite sind. Das zeigt mir das Language Tool und jetzt kommt die Magie, wenn ich da drauf klicke, werden mir die angezeigt. Und es kann es natürlich sein, dass dort in diesem Text Fremdwörter sind, die das Tool nicht kennt. Und mit der Zeit kann man dem Tool einfach mitteilen, wenn es Wörter gibt, die es ignoriert werden sollen. Eigene Unternehmen, Brand oder eben auch denglische Wörter, die das Tool nicht kennen kann. Wie jetzt hier Responsiveness, was immer das auch heißen mag, ist glaube ich ein Wort, was es nicht gibt. Ich weiß gar nicht, wo ich den Text her habe. Wenn ich aber will, dass das zukünftig nicht mehr mir als Fehler angezeigt wird, dann kann ich das dem Wörterbuch hinzufügen und dann ist das quasi autorisiert und wird künftig nicht mehr angezeigt. Und jetzt gehe ich runter, die 6 Fehler werden mir angezeigt. Jetzt sehe ich auch den Typ Rechtschreibfehler, Content is King, wir sind ja im Deutschen, da ist genau dieses Problem. In dem Fall ist das korrekt, aber es wird mir zumindest angezeigt und jetzt wird mir hier direkt eine Korrektur angezeigt. Ist die die sind natürlich völlig falsch in dem Zusammenhang, weil die Floskel Content is King ja Englisch ist. Also lassen wir außen vor, es wird mir angezeigt. Fehlendes Komma vor damit. Auch das stimmt nicht immer. Außerdem geben wir die Tipps, Komma in dem Fall, wäre es aber korrekt. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich klicke hier einfach drauf und voilà, ihr seht es hier unten. Da ist das Komma direkt in den Text eingefügt worden. In dem Fall habe ich hier noch Änderungen vorschlagen. Es ist auch hier direkt die Änderung erfolgt. Und so kann ich das jetzt für meinen Text, für meinen Absatz wirklich super schön nochmal im Grunde genommen prüfen. Ne? Das ist im Wesentlichen, wird groß geschrieben, ist falsch. Und schwupps, ist es direkt korrigiert im Text. Und ihr seht, so kann ich das jetzt durchgeben. Da gibt es auch Grammatik, Hinweise, Stil, kriege ich Hinweise. Also so kriege ich nochmal ein schönes Gefühl und kann nochmal ein Feinjustieren des Textes vornehmen. Und nicht selten stimmt es sogar, das kann ich aus Erfahrung sagen, wenn hier und da noch ein Tipper drin ist oder sonst irgendwie grammatikalisch man das nochmal überlesen sollte, finde ich das ein extrem
hilfreiches Tool. Und das ist jetzt für die Seite 1. Das kann ich aber auch für die Absätze. Hier sind 3 im zweiten. Und das kann ich dann eben, je nachdem, auch während des Schreibens direkt machen. Und das ist, komme ich gleich zu, wie so ein Prozess auch aussehen kann. Gehen wir mal in WordPress. Das gleiche in grün. Hier habe ich jetzt einfach mal einen Artikel. Und jetzt kommen wir schon mal so ein bisschen an die Grenzen dieses Tools. Und zwar zumindest in der kostenlosen Version. Ihr seht schon, der Artikel ist sehr, sehr lang, rund um das papierlose Büro. Es sind, glaube ich, 3.500, 4.000 Wörter. Und hier unten seht ihr jetzt diesen orangenen Punkt. Und das ist der von Language Tools. Und jetzt seht ihr, dieser Text ist etwas zu lang. Wechseln Sie auf die Premium-Version. Das heißt, es gibt hier eine Begrenzung, wobei ich das jetzt für meine Texte, die ich geschrieben habe, die wirklich Schritt für Schritt den Absatz entsprechend korrigiert werden, bisher noch nie hatte, sondern das ist jetzt einfach in dem Beispiel, der schon lang ist, sehr ausführlich und vorhanden ist, da ist das eben eine Eingrenzung, die ich in der kostenlosen Version habe, die ihr wissen müsst. Und das kann ich auch in WordPress beispielsweise machen, also das nicht nur hier in Google Docs, in WordPress kann ich das machen, ich kann es aber auch in Social Media machen. Und ihr seht, hier habe ich einfach mal einen Text reingeschrieben mit vielen Fehlern schon und da seht ihr, 3 werden mir angezeigt und jetzt schauen wir uns das an. Ich finde es total gut, dieses Tool, und möchte zeigen, wie man das so, und da ist das und schwupps wird es korrigiert. Ja, und jetzt habe ich hier einen Fehler, es muss aber ein Fehler heißen. Das hat das Tool erkannt und auch hier ein Fehler korrigiert. Ein und schaue sollte das heißen. Tja, da ist jetzt schaue, das ist jetzt nicht gefunden. Das heißt, da gibt es schon nochmal so ein paar Dinge, aber es wird mir als Fehler angezeigt und einfach genial, wie ich das dann korrigieren kann. Ob da jetzt 160 Zeichen mir angezeigt werden, 30 Wörter, 2 Sätze, das interessiert mich im Grunde genommen gar nicht, sondern mir geht es darum, wenn ich jetzt irgendwo einen Text schreibe, und das können wir jetzt einfach mal machen, ich würde jetzt einfach einen neuen Artikel verfassen und dann seht ihr, dann ist das Tool direkt dabei. Neuer Text, so, und jetzt gehe ich hier rein, dann seht ihr rechts diese Symbolik, da stimmt alles, wird direkt geprüft. Ich bin ein neuer Text und jetzt seht ihr wieder, da wird geprüft, alles korrekt. Und jetzt mache ich mal möchte ohne Ö. Jetzt müsst ihr mir das bestimmt anzeigen. Seht ihr? Ein Fehler. Und er erkennt es, machte, möchte, gibt mir verschiedene Alternativen, kann ich korrigieren. Und so kann ich dann auch Absatz für Absatz das Ganze durchgehen und für mich einfach einen grammatikalisch, rechtschreibfreien, einwandfreien Text verfassen. Und deswegen finde ich dieses Tool so cool und wollte euch das nicht vorenthalten. Und die Frage an euch, kennt ihr dieses Tool? Habt ihr das auch im Einsatz? Und ich finde, das macht einem das Leben als Texter oder wenn man Text in irgendeiner Form, egal wie ausführlich der ist, und wenn es nur 2 Sätze sind, die sollen rechtschreibtechnisch sauber sein, grammatikalisch richtig. Und wenn ich dann Hinweise bekomme, finde ich das einfach genial. So, das soll es gewesen sein mit dem Tooltip. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Bis dahin.